Es gibt eine Lauf-AG, eine Schwimm-AG, eine Fußball-AG und eine Basketball-AG. Die Schüler nehmen auch regelmäßig an Turnieren teil und haben schon viel Pokale gewonnen. Wir haben ja auch ein Leerschwimmbecken, 17 Meter lang, und wir können sagen, dass wirklich fast alle unsere Schüler im Laufe des Schullebens das Schwimmen lernen. Die Schwimm-AG sind auch sehr erfolgreich, und wir haben zwei unterschiedliche. Einmal haben wir die AG, wo es um Leistung geht, wo unsere Schwimmer auch sehr erfolgreich sind hier in Ostwestfalen, und die, wo auch immer Schwimmabzeichen gemacht werden. Und das andere ist eine Schwimm-AG, wo nochmal gesondert schwächere Schüler aus dem Unterricht genommen werden und wo nochmal Wassergewöhnung und das Anbahnen von Schwimmen geübt wird. Welchen Sport machst du hier an der Schule? Ich spiele Fußball. Wie lange spielst du Fußball? Ungefähr 3 Jahre. Welche Position spielst du? Ich spiele Abwehr. Hast du schon mal ein Turnier gespielt? Ja, schon viele. Wo spielst du das nächste Turnier? In Köln, nächste Woche, Meisterlandscup. Die Fußball-AG an der Wiechernschule gibt es seit 30 Jahren. Praktisch mit Gründung der Wiechernschule gibt es auch die Fußball-AG an der Wiechernschule. Wir hatten früher eine gemischte AG mit Mädchen dabei. Jetzt haben wir nur noch Jungs mit zurzeit 30 Jungen, und wir haben auch gehabt eine Mädchen-AG und möchten die gerne nächstes Jahr wieder installieren. Wir haben also über 20 Anmeldungen bereits für die Mädchen-AG und denken, dass wir das auch im nächsten Jahr wieder anbieten können. Es war früher so, dass einmal im Jahr von der Lebenshilfe ein großes landesweites Turnier, das heißt für ganz Nordrhein-Westfalen, angeboten wurde. Und da haben wir regelmäßig dran teilgenommen. Das endet mit dem Finale in jeweils einer großen Stadt. Da sind dann die besten 4 Mannschaften aus ganz Nordrhein-Westfalen für die Förderschulen geistige Entwicklung dabei. Und man kann ja erkennen, wir haben also schon sehr, sehr viele Pokale gewonnen. Es ist uns also mit der Schulmannschaft bisher 3-mal gelungen, die Endrunde für die besten Mannschaften in ganz Nordrhein-Westfalen zu erreichen. Da ist der Wanderpokal, den wir dieses Jahr gewonnen haben, am Wittekindshof. Daneben ist es uns dieses Jahr gelungen, den erstmalig ausgespielten Wiehengebirgspokal zu gewinnen, an dem 4 Mannschaften aus der unmittelbaren Umgebung teilnehmen. In der Gruppe kann man so schnell nicht fahren, sonst passiert auch was. Ne? Da muss man schon aufeinander Acht geben.